Guten Morgen, ihr Lieben. Ja, schön, dass ihr wieder hier seid und bei mir seid. Wir machen heute wieder ein Today-Tarot und schauen mal, was die Tagesenergie bringt. Und da legen wir jetzt auch gleich los. Was bringt der Tag dir heute? Wenn ich die Karten hier mal hochkriege. Wir haben das Ass der Kelche und die Liebenden. Halleluja. Ach so, was ich vergessen habe, es ist natürlich ein allgemeines Reading. Ich spreche aus der Sicht einer Frau und es ist immer heute dann, wenn du es findest. Ja? So, Ass der Kelche und die Liebenden. Ja, wir haben hier tatsächlich eine neue emotionale Geschichte, die hier auf dich zukommt. Es kann in Form von einem neuen Menschen sein, es kann in Form von Versöhnungen sein. Es kann auch sein, dass gerade heute irgendwie die Liebe ganz speziell in dein Leben kommt, auf allen möglichen Ebenen. Ja, die Liebe zu dir selber, die Liebe zu einem neuen Menschen, die Liebe zu einem alten Herzensmenschen, zum Wunschpartner, wie auch immer. Ja, also wir haben hier einfach irgendwie zwei Menschen, die ganz, ganz viel füreinander empfinden und hier sprudeln so die Gefühle über, ja. Auch habe ich das Gefühl, dass du eine Herzensentscheidung treffen wirst, ja, vielleicht kommt heute eine neue Chance auf dich zu, wo du eben eine Entscheidung triffst und diese Entscheidung bringt dir einmal irgendwie gesundheitliche Harmonie, also das heißt, vielleicht hast du momentan gesundheitliche Probleme gehabt, die wirklich in die Verbesserung gehen, das sehen wir hier auch. Es kann auch in Form von einem Medikament sein, was dir hier einfach wunderbar helfen wird, ja, und das kann hier was mit Naturheilkunde tatsächlich zusammenhängen. Das habe ich hier auch. Vielleicht kann der ein oder andere was mit Apfelessig anfangen, das kommt mir heute einfach rein. Ich weiß nicht warum, aber ich gebe immer alles durch. Auf jeden Fall erwarte heute wirklich einen wunderschönen Tag. Wir haben hier ganz, ganz viel Liebe für dich. Wir haben vor allen Dingen auch wirklich Chance, einen neuen Menschen kennenzulernen, wo es dann auch um die Liebe geht oder tatsächlich auch eine Freundschaft, ja, auch freundschaftliche Liebe kann das hier sein, ja, also es muss nicht immer nur die Liebe zu einem Herzensmenschen sein, auch die Liebe zum Familienmitglied oder so. Vielleicht erwartet dich aber auch eine Herzensangelegenheit, was mit Gefühlen zu tun hat, ja, wo, ach, was mit Gefühlen, mit Finanzen zu tun hat, wollte ich sagen. Und da bekommst du auch eine Chance oder eine Entscheidung mitgeteilt, die dein Herz aufgehen lässt, ja. Wo ich auch das Gefühl habe, hier fällt dir irgendwie eine Last von den Schultern. Also es ist ein Tag voller schöner Momente, der heute einfach stattfinden kann, ja. Es kann auch sein, dass sich hier mehrere Menschen bei dir melden. Man möchte dich hier sehen, man möchte dich hier vielleicht auch zum Essen einladen. Ich habe hier so ein Café drin, ja, also vielleicht ja, einen Café oder auch ein Restaurant, wo ein Aquarium mit integriert ist. Vielleicht sagt dir das etwas, ja. Oder ein Mensch wird wichtig, ja, der vielleicht auch ein Aquarium besitzt oder du besitzt ein Aquarium. Das kann auch möglich sein. Wir haben hier Sternzeichen Zwillinge, aber wir machen noch definitiv die Sternzeichen. Wir schauen jetzt erstmal weiter. Wir haben die Routen, wir haben die Wolken. Wir haben den Baum und wir haben noch zwei, die Zeit und den Bären. Und im Unterdeck habe ich hier den Hund. Also für viele geht es hier auch um eine Seelenpartnerschaft, das bekomme ich hier ganz klar rein. Hier gab es Streitigkeiten, hier gab es Konflikte. Es kann auch sein tatsächlich, dass es heute nochmal zu so ein paar Diskussionen kommt, ja. Oder man vermutet es auch. Es kann eine Vermutung sein. Tatsächlich ist es auch so, wenn du jetzt mit irgendwie jemanden, den du lieb hast, aneckst, ja, sehen wir hier, das wird,
ja, nicht lange dauern. Und dann fängt man auch an, wieder miteinander vernünftig zu sprechen und die Dinge zu klären. Ja, die Wolkendecke hebt sich hier hoch. Das heißt auch, Konflikte, die du hattest oder die du hast, ja, auch vielleicht gerade am heutigen Tag, was mit der Gesundheit vielleicht zu tun hat oder auch so Lebenskonflikte, die auch schon eine ganze Zeit bei dir waren, da habe ich jetzt das Gefühl, diese Zeit der Konflikte läuft jetzt ab. Ja, es geht hier um die Harmonie, es geht hier um die Kraft und die Stärke, die wieder zurückkommt, ja. Und hast du es hier mit einem Seelenpartner zu tun, kann es hier sich um einen Ex-Partner handeln? Ja, auch das haben wir hier drin. Wir haben hier vor allen Dingen auch eine sehr starke Persönlichkeit drin. Ja, also dein Gegenüber könnte stark sein, könnte eine sehr, ja, dominante Person, eine Autoritätsperson auch irgendwie darstellen. Ja, es kann hier auch sein tatsächlich, dass du es mit einem Familienmitglied zusammen, also zu tun hast. Auch das wäre hier möglich. Man nähert sich jetzt wieder freundschaftlich an. Ja, das haben wir hier auch drin. Und hast du es hier mit jemandem in der Liebe zu tun, nehme ich einfach wahr, dass hier eine ganze Zeit lang Gefühle unterdrückt worden waren. Darüber könnte man jetzt auch nochmal diskutieren, ja. Aber ganz klar ist hier die Entscheidung füreinander. Das heißt, hier möchte man wirklich sich für die Dinge Zeit lassen, das langsam in den Wachstum bringen, ja. Und das, da wird jemand aber bereit zu sein. Und ich habe das Gefühl, dass hier jemand sehr unzufrieden ist, dass du nicht mehr Teil seines Lebens bist. Ja, gerade wenn du jetzt auf einen Ex-Partner schaust oder auf einen Wunschpartner, wo es im Moment keinen Kontakt gibt oder ein stetiger On-Off-Gedöns herrscht, ja, da sehe ich einfach so, dass hier mit der Zeit jemand festgestellt hat, dass man sehr unzufrieden ist, wenn du nicht bei einem bist, ja. Das Ganze hier scheint wirklich sehr loyal zu sein, sehr ehrlich zu sein. Ich habe hier auch das Gefühl, falls du, wie gesagt, mit Homöopathie falls du mit Homöopathie arbeitest, ja, dann habe ich irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass du hier auf jeden Fall eine gesundheitliche Verbesserung mit der Zeit erreichen kannst. Ja, das heißt, vielleicht beginnst du da heute mit, aber es bedarf ein bisschen Zeit, bis du da Ergebnisse siehst oder bis hier vielleicht sich auch eine Verbesserung und die Kraft und die Stärke wieder zurückkommt. Ich habe hier vor allen Dingen auch Wechseljahrsbeschwerden, die hier eine Rolle spielen könnten, ja. Okay, für die einen oder anderen kann es auch sein, dass du irgendwie einen Konflikt mit einer Mutter hast, ja. Also ich habe hier Mutter oder Vater, könnte auch sein, dass es da einen Konflikt gibt, ja. Und wenn dieser Konflikt tatsächlich heute stattfindet, dann braucht es einfach eine gewisse Zeit. Aber wie gesagt, hier sieht man schon, dass hier eine Versöhnung wieder stattfinden soll, ja. So, gut. Ja, hier ist das Thema Geduld auf jeden Fall, ne? Also im Moment scheint es vielleicht hier auch alles so ein bisschen leer zu sein, ja. Du weißt nicht so ganz genau, wo führt das Ganze hin. Vielleicht bist du auch so ein bisschen unsicher am heutigen Tage. Du weißt nicht so ganz genau, wie sich gewisse Dinge entwickeln. Du darfst hier wirklich geduldig Vertrauen haben. Ich weiß, es ist mega schwer, aber du darfst hier Vertrauen haben. Es kann auch sein, dass es hier um Misstrauen geht bezüglich einer Person. Es kann auch sich um einen Freund natürlich handeln, jegliche Person, ja. Und wir sehen hier, die Zeit läuft in die Süße. Das heißt, hier kommt eine schöne Überraschung auf dich zu. Hier kannst du was ernten, ja. Hier ist ganz viel Honig drin unten in der Sanduhr. Und hier haben wir auch den Schmetterling, der eben die Transformation anzeigt. Und mit diesen beiden Karten könnte sein, dass jetzt auch die Zeit gekommen ist, dass man sich jetzt wieder versöhnt, dass eine Verbesserung eben reinkommt. Oder dass du auch mit ja, Naturheilmitteln beginnst und dadurch mit der Zeit eine Verbesserung einfach erreichen kannst, ja. Natürlich, wenn du das schon eine lange Zeit nimmst oder so, dann kann es tatsächlich auch so sein, dass jetzt die Zeit gekommen ist, dass die Dinge Wirkung zeigen. Also ich finde, es ist, ja, hier ist viel mit drin, muss ich sagen, ne. Gerade so Seelenpartnerschaften, da kommt ordentlich Emotionen auf dich zu, das könntest du wirklich merken. Und hier kann es auch um eine Spiegelung gehen, dass man wirklich irgendwie nicht zufrieden ist, du nicht zufrieden bist, er nicht zufrieden ist, dass man hier eben, ja,
in diesen Konflikten weiterhin verharrt und dass man nicht beieinander ist. Ja, also das ist auch so eine gespiegelte Situation. Eventuell hast du es mit jemandem zu tun, der dunkle Haare hat. Ich habe ja auch jemanden, der wirklich älter ist als du. Ja, also das kommt mir hier auch ganz stark rein. Eventuell auch ein bisschen unterkühlt oft war, distanziert war. Ja, auch so ein bisschen ein Streitpotenzial generell hatte mit den Konflikten. Aber hier wird was bereinigt, ja, und das braucht einfach seine Zeit. Oder braucht er einfach seine Zeit, je nachdem, an welchem Punkt du stehst, ne? Wir haben hier das Eichhörnvermittler zwischen Getrennten, ja, also hier kommen Nachrichten rein, definitiv. Und ich habe hier das Eichhörnchen, das ist auch so, dass hier zwischen, also dass du Botschaften bekommst vom Universum und das, was eben zusammengehört, hier eben auch zusammengeführt wird, ja. Und das hatten wir auch schon in den letzten Orakeln immer sehr, sehr viel. Das Eichhörnchen spricht hier eigentlich generell davon, dass hier Botschaften auf dich zukommen und dass hier wahrscheinlich jemand auch eine Versöhnung mit dir haben möchte, ja. Also das haben wir hier ganz klar. Vielleicht siehst du auch ein Eichhörnchen jetzt immer wieder schon in den letzten Tagen oder auch am heutigen Tag, dann kann das hier wirklich für dich eine wichtige Botschaft sein. Vielleicht hast du auch so ein Garten-Eichhörnchen. Weißt du, du fütterst das immer, du stellst immer Futter für das Eichhörnchen hin und du weißt auch, dieses Eichhörnchen kommt immer, dann weißt du auch, hier ist ein Impuls für dich mit drin, ja? Hier zeigt es einfach die Geduld an, ne? Die liebe, gute Geduld, die keiner hat. So, eins hätten wir. Oh, hier ist der Zitat. Ja, ja. Völlige Hingabe und Vertrauen. Also davon haben wir ja auch schon gesprochen, dass es hier um das Vertrauen geht. Es kann auch sein, dass es hier einen Mangel an Vertrauen zwischen euch eben existiert. Das habe ich ja auch drin. Grundsätzlich ist es bei Ihnen so, dass ich das Gefühl habe, hier war eine lange Zeit irgendwie etwas ganz doll im Argen zwischen euch. Konflikte, Streitigkeiten, Diskussionen. Ja, die Zeit ist hier auch fast abgelaufen und das könnte er spüren. Das heißt, hier wird man auch so ein bisschen vom Universum angetrieben und ja, damit kann es auch zu diesen Nachrichten am heutigen Tag kommen, ja. Ja, und hier ist jemand, der aus einem Rückzug wiederkommt. Da haben wir den Igel-Rückzug in sich selbst, ne? Also auch Igel kann für dich wichtig sein. Vielleicht stellst du auch dem Igel immer Futter hin. Ja, vielleicht siehst du einen Igel. Fakt ist, hier geht es einfach darum, hier kommt jemand aus dem Rückzug wieder, hier kommen Nachrichten auf dich zu, auf die du vielleicht sogar auch lange gewartet hast. Hier kann es auch tatsächlich um was Behördliches gehen, was mit einer Lebensversicherung zu tun hat oder andere behördliche Geschichten, Versicherungen, Anwälte oder so, ja, was seine Zeit gebraucht hat und jetzt kommt dieses Ergebnis, ja. Also das habe ich hier auch drin für dich. Genau, so, nee, das reicht mit den Krafttierkarten. So, was sagen denn die Naturgeister hier noch? Vertraue deinem Verständnis. Also auch hier habe ich wieder, ne, Vertrauen. Also es geht wirklich ganz stark am heutigen Tage um Vertrauen. Die Zahl 32 oder 23 könnte für dich wichtig sein, die Zahl 3 oder 2. Und mit der Zahl 3 haben wir hier haben wir die 2 übrigens, ne? Also 2 Leute, 3 Fische. Und ich habe hier wirklich das Gefühl, dass es um eine gute Chance geht, jetzt etwas in eine Stabilität zu bringen, ja? Also das habe ich hier auch mit drin. Wie gesagt, braucht halt seine Zeit, wenn du halt jetzt erst heute beginnst, irgendwas zum Beispiel zu nehmen, dann braucht es seine Zeit, bis es wirkt. Oder du musst heute irgendwelche Anträge ausfüllen für eine Behörde, für irgendwas, ja. Das braucht seine Zeit, aber du wirst hier mit einem guten Ergebnis rausgehen, ja. Das ist das, was ich hier reinbekomme. Okay. Dann schauen wir noch ein Buch. Schauen wir noch eine Karte. Ja, eine Situation verlassen und Aufstieg, da habe ich so ein bisschen das Gefühl, hier geht es tatsächlich um diesen Menschen, der sich hier wieder bei dir meldet. Ja, es geht darum, dass man jetzt wirklich die Situation verlässt, dass man hier in Streit ist, dass man hier sich zurückgezogen hat. Ja, vielleicht bist es auch selbst du. Du gehst jetzt wieder auf Partnerjagd. Ja, vielleicht ist es so, dass da auch jemand ist, an den du interessiert bist und du verlässt jetzt diese Isolation, diesen Rückzug. Ja. Das kann ja auch möglich sein. Du lässt den Dingen seine Zeit, du schaust dir das ganz genau an, wie sich das entwickelt. Und es beginnt ja alles mit einer sehr freundschaftlichen, loyalen Art und Weise, ja. Das ist das, was ich euch sagen kann.
Ansonsten werden hier eben diese Konflikte auch verlassen. Es geht um Versöhnung und einen Aufstiegsprozess. Echt eine coole Tagesenergie, muss ich sagen, ja. Auch wenn wir hier die Geduld und das Vertrauen haben, was nicht immer ganz leicht ist, aber grundsätzlich, ja. Tja, was soll ich euch sagen? Ja, der Donnerstag, ne? Heute ist Donnerstag, also ich kann nur sagen, scheint heute wirklich ein wichtiger Tag zu werden, definitiv. Und ja, vielleicht sagt ja auch die Zahl 45, 54 was, der vierte, der fünfte, vielleicht hast du 2, 3, 4 und 5, das ist übrigens auch so eine Folge, ja, also das heißt, das zieht sich hier auch vielleicht wirklich für den einen oder anderen noch über mehrere Tage, ja, das kann ich ja auch nicht ausschließen tatsächlich. Ansonsten kannst du diese Zahlen eben für dich vielleicht irgendwo einordnen. Es kann eine Postleitzahl sein, es kann tatsächlich auch in deiner Telefonnummer vorhanden sein, ja. Gerade wenn du alle Zahlen irgendwie unterordnen kannst, dann ist das hier eine wichtige Botschaft für dich. Und guck mal, wir haben hier noch einen Tag, eine Woche, 14, 15, 12 und 13. Das sind auch noch Zahlen, die hier reinkommen, 51, 41, 31. 21, 24, 25 bekomme ich auch noch rein. Die 11 könnte auch für dich eine wichtige Zahl sein. Oder du siehst gerade Doppel-1 sehr, sehr häufig. Ja, das habe ich hier auch noch mit drin. Hier haben wir auch wieder Zwillingsflammen-Energie. Ne? Also für einige hast du es hier wirklich auch mit einem Seelenpartner zu tun. Und es ist jetzt die Zeit gekommen, wo wieder Meldungen kommen, wo jemand zurückkommt, wo jemand etwas ins Lot bringen möchte. So, auf jeden Fall wird sich hier eine Situation, egal welche Situation es ist, für dich, wenn du hiermit in Resonanz bist, verbessern. So, hier haben wir die Zwillinge. Hier haben wir die Fische. Hui. Hier haben wir den Krebs. Hier haben wir Schütze. Und im Unterdeck habe ich hier die Jungfrau. Für dieses Sternzeichen kann es hier wirklich eine wichtige Information mit drin sein. Aber auch wenn dein Sternzeichen jetzt nicht gefallen ist, kann das hier dein Reading sein. Ja, die Sternzeichen können passen, sie müssen nicht immer passen, ihr Lieben. Und da möchte ich nochmal kurz euch was erzählen. Und zwar habe ich einen Kommentar erhalten, wo man geschrieben hat, ja, jetzt habe ich mir 50 Minuten angeschaut und jetzt sind meine Sternzeichen da nicht bei. So nach dem Motto, na toll. Ne? Und da möchte ich echt nochmal sagen, also die Sternzeichen sind auch nur wie die Karten eine Tendenz, das ist das eine. Und wer eine Resonanz anhand der Sternzeichen nur festmacht, das ist schwierig, ihr Lieben. Das ist wirklich schwierig, weil da kann dann auch wirklich sein, dass du zum Beispiel in einer völlig anderen Energie bist, ja, vielleicht bist du, keine Ahnung, du bist Fische oder, nee, Skorpion, ja, und bist aber völlig in so einer Zwillingsenergie zum Beispiel oder Jungfrauenergie, dann zeigt sich das hier auch eben mit ab, ja, also es kann auch sein, dass hier eins dieser Sternzeichen eben häufig in deiner Chart ist oder in deinem Aszendenten oder mit der Person, mit der du es zu tun bekommst. Und es kann ja auch ein neuer Mensch sein, der hier auf dich zukommt, der dieses Sternzeichen hat. Ja, also auch das wäre möglich. Bitte, bitte nagelt euch nicht zu sehr auf dieses Sternzeichen fest, ja. Das ist nochmal das, was ich damit sagen möchte. Und ja, zu der Person, die das Kommentar geschrieben hat, tja, am besten schaust du dir dann nur hinten kurz an, ob dein Sternzeichen kommt und dann guckst du nach, ob du das Reading überhaupt hören möchtest. Aber eigentlich brauchst du das ja nicht, weil im Endeffekt geht es ja nur um die Sternzeichen. Also, ihr Lieben, ganz ehrlich, das ist einfach ein bisschen, ja, ne? Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Das ist ja Quatsch. Also, genau. So, das noch dazu. Ich wünsche euch in diesem Sinne... Ach so, nee, ihr hattet mich gebeten, die Charms zu nehmen. Das mache ich natürlich jetzt auch noch. Die Zeit nehmen wir uns jetzt noch. Schauen wir noch auf die Charms. Wir haben ja auch noch Buchstaben. Wir haben hier ein E, wir haben ein G, wir haben ein D und ein U. Vielleicht sagen dir diese Buchstaben etwas. Ja, es kann tatsächlich ein Ort sein oder auch Vor- oder Nachnamen. Ja, mir kommt heute tatsächlich Ute rein. Vielleicht kannst du mit dem Namen Ute etwas anfangen. Das kriege ich ganz stark durch. Dann haben wir hier einmal den kleinen Astronauten. Es geht natürlich um das Universum, was ich ja schon gesagt habe. Hier wird zusammengebracht, was zusammengehört. Ja,
Mit der Libelle haben wir hier den Neubeginn. Wir haben die Schneeflocke, das ist diese Eiszeit, die hier gewesen ist, oder eben auch eine Situation, die wirklich für dich nicht einfach war, wo du vielleicht auch gar nicht so mehr wusstest, was du richtig tun sollst. Ja, irgendwie, es war kalt, es war leer, es war, ja, es war nicht so schön, ne? Hier haben wir das Seepferdchen, was eben auch nochmal für das Mitschöpfertum spricht, aber auch für die Neuausrichtung, auch deine Kreativität, ja, da kommt auch etwas zurück, das kriege ich ja auch mit rein. Hier haben wir tatsächlich Medizin, also Medizin könnte hier eben dieses Heilmittel sein, ja, oder auch generell eine Medizin, wirklich, die du nimmst, beziehungsweise geht es hier um Heilung, ja. Oder was mit der Zeit eben Wirkung zeigt und hier eine Situation, die dich vielleicht auch belastet hat, wie Wechseljahre oder so, ja, dass sich das dann wirklich verbessert. Ja, wir haben hier den Totenkopf. Es kann auch für die einen oder anderen sein, dass du eine Detox startest, ja, dass du eine Entgiftung startest. Auch das wäre hier mal angesprochen oder angeraten tatsächlich von den, vom Universum, ja. Und ansonsten geht es hier um den Ende von dem Rückzug, ja. Hier kommt die mit der Blume die Überraschung rein, auch nochmal eine Bestätigung. Die Biene zeigt hier auch das Glück an, ja, die Ernte mit dem Honig, ja. Das Ganze ist hier mit Weisheit gespickt, mit Wissen. Hier ist eine Gabel, vielleicht kommt hier wirklich eine Einladung zum Essen in dem Restaurant mit dem Aquarium, das habe ich ja auch schon gesagt. Hier haben wir den Vogel, das Ganze könnte hier auch ein bisschen Nervosität hervorrufen bei dir, ja. Aber man muss sagen, wirklich, es geht hier um das Vertrauen, es geht hier um die Geduld, die man haben darf, dass sich die Dinge hier wirklich jetzt zum Positiven verändern, schon gar mit diesen beiden wunderbaren Karten, ja. Dann haben wir hier nochmal die Fische, das ist auch wieder Bestätigung, ja, also dass hier die Gefühle übersprudeln. Und hier haben wir noch den Drachen, und ich habe das Gefühl, das repräsentiert heute hier wirklich so ein bisschen dieser roten Moment, ja, diese Konflikte, diese Diskussionen. Es kann auch sein, dass du hier wirklich aufgefordert bist, mal wieder aufzuräumen, Grundputz zu machen, ja, auch das kann hier mit den Routen angezeigt sein, und da bist du sehr ehrgeizig drin, ja, also wenn du was machst, dann machst du alles, und ja, es könnte dir so ein bisschen in den Kopf kommen, und dann wird gereinigt, geputzt, gesäubert und gemacht und getan. Auch das ist in der heutigen Tagesenergie mit drin. So, da wir die Liebe jetzt doch noch sehr stark hatten, gibt es noch eine Botschaft hier. Hier ist die Telepathie, ich denke gerade an dich, ich liebe dich, das möchte dir jemand sagen, und lausche in dich hinein, finde heraus, was hinter deinen Gefühlen steckt. Das hat hier jemand getan, das ist ja das, was ich ganz am Anfang auch gesagt habe. Ne? Ja, ihr Lieben, also in diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, bleibt alle gesund, passt gut auf euch auf, und ich sage Tschüssi, bis zum nächsten Orakel.